Hallo, ich heiße Barbara Gartner. Ich wohne in der Steiermark, einem wunderschönen Teil von Österreich, nicht weit von der ungarischen-slowenischen Grenze. Meine Familie besitzt dort einen Hof, auf dem wir schon seit vielen Generationen Kürbiskernöl produzieren. Anfangs stellten wir das Öl nur für uns selbst her, dann und nach auch für andere. Seit wir aber auf unserem Hof Urlaub am Bauernhof anbieten, sind die Verkaufszahlen stark angestiegen. Unsere Urlaubsgäste nehmen immer ein paar Flaschen mit. Wenn sie dann wieder daheim sind, geben sie ihre Bestellung über unsere Webseite auf. Solange es sich um eine Bestellung aus Österreich handelt, ist alles in Ordnung. Denn ganz gleich, ob das Paket 30 oder 300 Kilometer transportiert werden muss, die Versandkosten sind durchaus hoch, aber halten sich noch im Rahmen. Sobald sich die Lieferadresse jedoch auch nur einen Kilometer jenseits der Grenze befindet, schnellen die Kosten in die Höhe. Anders ausgedrückt, die Anzahl der Kilometer, die ein Paket zurücklegt, hat geringeren Einfluss auf die Versandkosten als eine nationale Grenze. Das macht einfach keinen Sinn. Let's discuss it.